Lenja ist nicht da. Und damit startet auch der Stream Warte so ohne erneut. Lenja. Geht es ohne Lenja? Ja. Ja? Hast du den Map-Pool? Ja. Okay, das heißt, es gibt, ich glaube, 7 Maps. Fünfter Spawn spielen wir, das heißt, jeder hat ein Veto. Und danach wird abwechselnd gepickt, in welcher Reihenfolge wir die Map spielen, okay? Wer muss zuerst wehtun? Ist mir eigentlich egal, wie du bist. Jo, dann macht ihr doch das mal zuerst. Snoodle, hast du Meinungen? Viele, aber nicht bezüglich den Maps. Okay. Dann veto ich Distant Plane. Ja, die habe ich mir jetzt auch genauer Veto angeschaut. nicht die raus, wo man gut kennenrushen kann. Zu Nein, spät. natürlich nicht. Ich habe jetzt extra die vier Spieler oder die vier Positionen Map rausgewählt, So, schreib mir mal gleich auf. damit du gleich findest, wo du kennenlernen musst. Ich bin auch zwischen zwei Maps hin und her. Ich werde. Ach ja, doch, ich veto diese Magma Mines. Okay. Dann So, erste Map. Moment, ich hätte Lust auf Cactus Valley. Nein. Ich schreibe mit, Gar nicht so okay. einfach, ist Ja, gar nicht schreib so mit. einfach. Scorched Haven. Aha, alles klar. Alte Map, sehr, sehr alte Map. Dann als zweites Sludge City. Okay. Slut City, alles klar. Sludge. Habt ihr was anderes gehört? Dann Greystone Ravine. Jetzt kannst du entscheiden, ob Cactus Valley oder Crystal Pools als nächstes gespielt wird. Falls es dazu kommt. Und wir Falls nicht es dazu schon kommt. 13-0 weggehauen haben. ich würde mal dann lieber Cactus Valley spielen. Okay, das heißt, die letzte Map ist dann Crystal Pool, falls wir die brauchen. Genau. Ist alles klar, habe ich notiert. Jetzt brauche ich nur noch einen Mitspieler. Zur Not spielst du alleine. Jo. Ich habe schon meinen zweiten PC noch nebenher. Klingt fair, oder? Na, oder Bitte wir ein. haben wir einen anderen DR3-Spieler, der zur Not einspringen könnte? Drei. Das ist schon einer da. Nee, wir Sonst machen warten wir schon. einfach 1 gegen 1, dann spiele ich gegen Mofu. Snoozel darf spielen. Ja, aber was mit Snoozel, genau? Eben. Snoozel Cannon Rush nebenbei beide. Jeder gegen jeden spielen wir zur Not. Oh, einfach free for all am Ende. Ich finde die Idee, aber warum könnte Tanuki, wenn er Bock hätte, hypothetisch, nicht Lanyas Platz einnehmen? Gleiches Ranking. Das Matchup ist so ein schönes PvP-Only. Ich habe sogar mehr MMR als Lenya. Ich glaube, wir warten Dann noch musst du ein paar Protoss spielen Minuten. zum Genau, jetzt Nerven. spielst du einfach Protoss und dann geht es wieder. Ah, ich glaube, das wollt ihr nicht. Dann bin Damit ich wäre ich Bronze minus einverstanden. 1. Hat denn von Lenya irgendjemand die Kontaktdaten? Bei Steam ist er nicht online. Mehr habe ich nicht von ihm. Ich habe ihn auch immer hier im TS angetroffen, ansonsten war das immer über Roland. Ich weiß nicht, ob der irgendwie ansprechbar Roland hat, ist. glaube ich, Handynummer und so weiter. Ja. Aber Roland ist auch nicht Warte da, mal, oder? ich schau mal gerade, ob ich Doch, im den. Beim Battle.net, oder? Discord ist Roland. Mit E-Mail-Adresse dienen, aber ja nicht so arg viel. Ist im TS, im Admin-Channel, sagt Kevin im Chat.
Jawohl, wir sind Admin. Ich habe Roland meinen Discord angeschrieben. Ja, das ist auf jeden Fall schon ganz voll. Leuten. Ja, wenn jeder Discord benutzen würde, wäre das schon einfacher. Hatte nicht Lenny auch mal irgendeinen Account sogar? Stimmt. Discord-Account? Ja. Lenya hat einen Irgendeinem geheimen anderen Account, Namen, ne? aber der ist trotzdem nicht online. Den Pepper Den heißt er. Pepper, ah ja. Gerade kurz die Liste durchschaut, da fällt doch auf. Ja, da werde ich mir vor der nächsten Liga wohl mitspielen, mal die Handynummer auch besorgen. WhatsApp ist Er ja ist ja eigentlich doch. nur eingesprungen für Fantasy. Ach, Muss man ja auch sagen. stimmt. Stimmt, da war ja Er ist was. ja nur ganz kurzfristig eingesprungen. Und es steht im Finale, ist doch gute Leistung. Ja, nicht schlecht. Ich schau mal runter zu Roland. User left your channel. User joined your channel. Also Roland hat ihn angerufen oder zumindest probiert, er geht nicht ran. Okay, Lenya ist raus. Würde ich jetzt mal behaupten. Also Lenya ist ein schlauer Bursche. Wenn der wochenlang ist der Termin ja bekannt. Wenn der nicht da ist, dann ist er jetzt nicht da. Ja, würde Was es machen wir uns jetzt? passen, wenn Tanuki spielt? Ich finde das richtig Oder gut. bräuchten wir dann irgendein Handicap oder so, weil er mehr MMR hat? Ach, ich habe nur 30 MMR oder so mehr. Das ist nix. Ist halt auch ein anderes Ich Matchup, da finde es bin schade ich nicht drum, wenn das uneingeschränkt. nicht stattfindet. Und ich meine, irgendwie, ich finde es schön, wenn wir am Ende einen Gewinner haben vom 2 gegen 2 Turnier. Habt ihr so Nava ein ähnliches Niveau wie Lenya? Lenya ist ja Diamant. Nein. Doch. Lenya ist nicht Diamant. Doch. Doch. Nein. Schwachsinn. Das ist er. Er ist genauso Diamant wie du Master bist. Also ich fand auch in dem Turn 2, was wir gespielt haben, fand ich, war auf jeden Fall stabil. Wie ich jetzt. Jetzt warten wir noch bis Viertel, oder? Und dann, oder wir können uns ja schon mal überlegen, was wir sonst machen. Genau, was machen wir sonst? Was sind die Alternativen? Entweder wir brechen das ab, machen gar nichts. Wir könnten auch ein verrücktes Jeder gegen jeden und ihr spielt es zu dritt aus. Oder wir machen 2 gegen 2 FFA weiter und der Lenya, der einen Spieler ersetzt hat, wird selber ersetzt. 1, 2 oder 3. Wir können ja Ja, auch, die Frage ist halt, von wem wird er Ja, die Frage ist, ersetzt? ob der Tanuki nicht trotzdem deutlich stärker ist als der Lenya, was ich schon glaube. Von dem her könnten wir vielleicht auch mit einer Map Minus starten oder so. Also ich weiß ja nicht, wie das der Unterschied ist, aber ich glaube schon, dass du stärker bist, Tune Daniel. möchte, dass ich spiele. Ey, das ist doch die Lösung. Also ich meine, wollen wir vielleicht einfach eine Mehrheitsabstimmung machen? Wer darf denn alles abstimmen? Alle Leute, die gerade zugucken, natürlich, die Plus für Tanuki spielt und Minus Tanuki spielt nicht. Und wir brechen alles ab und das Stream geht sofort aus. Also Plus oder Minus? Ihr habt es drin. Meine Stimme zählt nicht, ich muss mich enthalten. Muss mich auch enthalten. Nee, naja, ist die Frage halt, wer alles abstimmen darf. Hat Chris jetzt seine Stimme gelöscht? Was denn da los? Ich frage mich echt, was bei Lenny los ist, weil eigentlich haben wir uns schon so ein bisschen darauf eingestellt und haben schon Taktiken besprochen Ja, und. ist schon komisch. Kenn ihn Also ich nicht. war Würde mir auch übrigens wirklich. nicht, der die Nachricht gelöscht hat. Das war Nein, das war irgendjemand ich. anders.
Ich hab dir ein Timeout verpasst. Tilo, hast du noch, hast du es ja organisiert alles und so? Hast du auch sowas wie einen Backup-Plan oder jetzt ein. Also das ist ja das Finale deines Turniers so ein bisschen, ne? Wie willst du haben? Mit wem sprichst du? Tilo. So. Da ich ja selber im Finale stehe, bin ich ja nicht gerade Ja, ich merke das schon. unabhängig. Wir kriegen das schon Nee. mit, dass du Tanuki nicht möchtest. Ich würde einfach sagen, Suso und ich haben gewonnen. Da bin ich schwer dagegen. Okay, dann machen wir das so. Ihr habt gewonnen und jetzt Und es macht gibt ihr ein noch ein. Showmatch. Genau. Ein Das Show. ist echt Nein, dem das. Mofu gegenüber richtig unfair. Ein BO5 aber dann als Showmatch dann sozusagen. Und wer spielt das Showmatch gegen wen? Jetzt warten wir mal noch kurz. Manchmal luft er dann ja auch gleich zurück beim Roland. Hat er noch mal irgendwas gesagt, oder? Er hat nur gesagt, er geht nicht dran. Also kannst du noch mal runterschauen und ihn fragen. Ja, ich mal kurz. Wollen wir uns entscheiden endgültig? Also ich User habe left your 80 mm mehr als Lenya. Ja, das ist ja lächerlich. Also ich finde auch, muss man ehrlich sagen, Lenya, wenn der ein Foregate spielt, dann spielt der ein Foregate auch auf locker DR3 Niveau, finde ich. Er ist ja DR3. Ja, nee, ich weiß schon, was Thilo meint. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich sag mal so, Lenya im Super Late Game ist halt schon weniger stabil. Aber ist ja nur meine Meinung. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon verdient, auch dass er DR3 geworden ist. Weil das, was er spielt, spielt er halt auch knüppelhart und das spielt er teilweise auch über DR3 Niveau. Aber andere Sachen spielt er unter DR3 Niveau. Also ich finde Ja, das im weil das Schnitt halt auf jeden nicht. Fall voll gerechtfertigt so. Ja, weil das halt nicht kennt. Also, Ja, genau. das ist super Late Game, das spielt er halt quasi nie. Ja, Ja. genau. Und das ist halt, da ist Tanuki dann halt, finde ich, im Late halt stärker, aber dafür im Ja. Early wahrscheinlich nicht so gut. Aber Ja, man oder weiß es wahrscheinlich nicht. quasi genauso gut. Das könnten wir ja auch sehen. Ja. Okay. Müsst ihr wissen. Ich fände es schade, jetzt zu sagen, hier Instant Win Also für ich würde jetzt auch gerne einen Treasure BO5 und sehen, also auch die Spannung und so. Und ich glaube, dieses Match wäre auf jeden Fall immer noch absolut ausgeglichen. Pressures Nudel, ich meine, Mofu, es ist natürlich auch blöd für Mofu, dass er dann halt mit mir spielt. also was man machen Flo, du könnte. hast noch gar nichts gesagt. Ja, mir ist, also ich sehe das sportlich, mir ist das total wurscht. Ich habe mir Zeit genommen, um jetzt zu spielen, von daher würde ich auf jeden Fall gern spielen. Also eine andere Option wäre ja einfach verschieben, einen neuen Termin suchen. Oh. Weiß ich Uiuiui. nicht. Das ist aber echt. Wie wäre es denn, wenn wir nochmal das Handicap ins Spiel bringen? Wie wäre es denn, wenn man sagt, okay, Tanuki, du hast 90 MMR mehr, dann spielt dein Team halt mit 90 Handicap. Also eure Einheiten haben Nee. 10% weniger Leben. Nee, das ist Das ist die Frage. Man muss ja kein Kompromisse richtiges finden. StarCraft mehr. Naja, ist alles gleich, ne? Mir ist alles egal. Gut, Tanuki, du spielst für Lenya und wir starten jetzt. Das dauert ja sonst noch eine halbe Warte mal, Stunde. Mofu redet ja gerade mit Roland noch. Okay. Lass mal eben abwarten, was Mofu Ja, sagt. okay. So, dann mache User ich auch joined schon your mal eine Map channel. auf. Jo, der ist nicht erreichbar. So, na dann. Also ich fasse kurz zusammen, da Tilo das jetzt egal ist und sonst alle das sehr sportlich sehen, ersetzen wir Lenya durch Tanuki, weil der MMR-Unterschied marginal ist. Okay, aber Das ist es auch wirklich Lenyas MMR, was er da hat, oder? Ja, das der ist. Tune hat gerade in Chat gepostet, sein Ranked FTW. Der hat, ich habe das gerade nochmal Lenya nachgeguckt. spielt halt quasi nicht. Ja, also es ist ähnlich wie bei meinem Ranking, da kannst du halt nichts drauf geben. Ja. Ja, naja, gut, aber man darf nicht vergessen, ihr habt uns. Also Matze und Phoenix wurden rausgehauen von Lenya und Mofu, ne? Also es war schon. Man darf jetzt auch nicht Lenya Ja, unterschätzen. ich Aber bewerte gar Phoenix hat nichts, auch ich echt sag. schlecht gespielt, oder? Ich habe gerade das COD gesehen. Du Scheiße. Katastrophe. Ja, ich wollte mich Ja. carryen lassen von meinem Master 1 Terraner, aber hat nicht geklappt. Machen wir einfach so, Mofu, möchtest du mit mir zusammen spielen?
Ich möchte auf jeden Fall spielen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich reine Protoss-Taktiken hier aufgestellt, die wir jetzt nicht machen können, aber da ich dich trotzdem höher einschätze als den Lenya, wird es dadurch vielleicht auch wieder fair, weil die ganzen Taktiken hinfällig sind und wir jetzt einfach spontan dann spielen. Von dem her wäre ich schon dafür, das so zu machen. Ja. Haben wir es dann fair? Wir haben auch Taktiken vorbereitet. Nee, es wird dadurch fair, dass an sich Tanuki würde ich jetzt besser einschätzen als Lenya, aber wir haben dann einen kleinen Nachteil, weil wir jetzt keine Taktiken vorbereitet haben. Ja, aber wir da auch nicht. Wir haben Taktiken für PvP vorbereitet. Oh, ey, Jungs. Aber ihr seid eingespielt. Ja. Vor ein paar Und Tagen du fünf bist der Spiele, Max. individuell stärkste Spieler. Na gut. Das stimmt auch. Oh ja. Ja, ich glaube, es ist schon relativ fair Ich so. glaube auch. So, nehmt ihr alle an? Ich habe eingeladen. Lass uns Stream muten hier und weg tun. Ja, ist auch Echtzeit, bringt euch eh nichts. Also, ist nur laggy dann. Na gut. Dann, Flo, machen wir die beiden fertig. Hallo. Und User left your zum channel. User was Streamen, moved ist out of your Christian dabei, channel. oder? Na, ich bleib einfach hier im Channel, guck mir das Ach an so. und caste das. Und wer hier mit im Channel bleiben will, der kann ja einfach mit im Channel bleiben. Ist ja Ja, das 2 kann gegen ich. 2, FFA, Clanliga, ist ja open für alle eigentlich, ne? So intern ist ja nichts Wichtiges. Sage ich mal. Also ist kein Clan War oder sowas Offizielles, wo noch andere Aber ernst, wir Wichtige. können uns auf jeden Fall darüber unterhalten. Es Also geht ich um. bleibe auf jeden Fall drin. Ja, Ja, eine Clan-Ehre ist viel wichtiger als eine aber dann muss Liga. ich mich schnell mit reinjoinen. Ja, und wir gehen in einen anderen Channel. Bis dann. Ja. User was moved User out of your left your channel. channel. Gib mir kurz eine Minute. User joined your channel. Ernst? Die Map passt irgendwie nicht. Was, was, was? Na, die Map, keine Nee, Ahnung, was das für stimmt. eine Map Das ist ist. komisch. Nee, warte mal, der ist ver. Ja, warte. Ich hab die richtige schon hier. User left your channel. Irgendjemand ist noch in der Map drinne. Ja, Mofu. Mofu. Ah, jetzt ist er raus. So, schwere Geburt. 20 Minuten Verspätung, aber jetzt geht's ja endlich los. Ja, besser spät als nie. Genau. Snuzzel zu. Ich find's richtig gut, dass Tanuki Lenya ersetzt, aber nicht aus persönlichen Gründen, weil ich hätt's richtig ekel. Also ich finde ja vier Protoss, ja, das muss ja jetzt auch nicht sein. Ja, wohl Also wahr. Ja. vier Zerg ist genauso schlimm und vier Tyrana, ne, das ist ja wenigstens witzig dann, wenn sich dann alle einsiechen. Okay. Ja, aber wir spielen ja 2v2, mehr Vielfalt eigentlich im Spiel zu bekommen. Und wenn dann vier Protoss natürlich spielen, ist das natürlich ein bisschen Ja, einseitig. außer spielen alle Phönixe. Okay, wie machen wir das mit dem Vorstellen? Welche Gruppe willst du? Machst du Pressure und Snoozel und dann. Yes, okay. Okay. Mach ich Team 1 und du Team 2. Genau. Ich muss mal noch gucken. Okay, Tanuki ist ready. Bin mal gespannt auf das Grand Final. Ich hoffe, das passt mit den Farben. Müssen wir mal gleich gucken. Rot und Naja, Blau. die wählen ja die Farben für sich aus, also soll nicht unser Problem sein. Na, ich denke da halt an die Leute, die auf die Minimap gucken. Aber bei der Map ist es ja auch noch echt easy. So. Ja, verbranntes Refugium. Was eine Map. Wie alt die auch schon ist, ne? Ja, völlig oldschool, wenig Basen. Ja. Die zwei Goldbässe in der Mitte. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass sie irgendeiner genommen hat. Ich hatte dann schon ein Spiel. Okay. Früher in WoL, weiß ich noch, ziemlich viel auch Turn 2 gespielt. Ja, macht schon Spaß auf der Map. Die kann man ja sehr schön im Wall auch bauen, um dann gleich auf Ja, Turnbase unten zu zwischen den sein. Rampen, ja. Genau. Und du hast halt auch nur einen Attack Path und
Die Drop-Möglichkeiten sind auch nicht so vielfältig. Okay, dann herzlich willkommen zum Grand Final unserer 2v2-Clan-Liga FFA. Ich stelle vor, rechts unten in blau den Protoss Pressure. Und rechts oben, ebenso als Protoss gespawnt, den Snoozle, unseren Clan-Leader. Schöpfer, wie auch immer. Ja. Der Erzeuger. Erzeuger, genau. So, und hier sind wir als orangenen Spieler den Tanuki, als Tyraner. Und ein Alliierter Mofu Jones als Protoss. Wir hatten also das gerade angesprochen, dass man unten bauen kann. Macht keiner von beiden Teams. Ja, genau. Team Prezzer Schnoozle, sind im Halbfinale gegen mich und Tune weitergekommen. Haben uns mit unfaire All-In-Taktiken haben sie uns besiegt. Ja, was anderes können die auch nicht. Ja. Also Makro-Games haben wir keins gemacht. Wir wurden genauso rausgeworfen von damals halt noch Linja und Mofu. Mhm, okay. Die haben auch sehr frühe Angriffe immer gespielt, was uns dann aufs Genick gebrochen hat. Ja. Mal schauen, ob sie das jetzt im Finale wiederholen oder ob sie wirklich darauf aus sind zu zeigen, dass sie wirklich die besseren Spieler sind. Ja, welche Seite von welcher auch immer. Ja. So, jetzt muss ich mal überlegen. Die haben irgendwie ein bisschen die eine Steuerung geändert. Haben sie für eine Steuerung? Ich überlege gerade, man kann sich bei einem Tour und Tour gar nicht mehr die Namen so einwerfen lassen, oder? Oben. Nee, das geht nur bei 1v1. Ja, ja. Du meinst die Nameplates oben. Ja, genau. Erstens das und zweitens hatte ich gerade zum Beispiel auch noch unten. Ah, das ist, weil es wie CS Game Hard ist, vielleicht. Ah, du hast ja das Standard-Interface. Ah, okay. Genau. Du musst das vielleicht nachher umstellen, dass du als Observer-Interface das WCS-Interface hast. Warte mal, das kann ich doch jetzt machen. Also, es wirkt zwar erst beim nächsten, aber ich mach das mal gleich. Ja. Gameplay, wo waren das? Zuschauer. Ah, bist du auf meinem. Ich bin bei WCS 3.0 Replay Interface. Mhm, das musst du reinmachen. Nicht bei Replay, sondern bei. Genau, beim Observer. Zuschauer Interface oben muss halt. Alles da klar. Hast du minimalistisch, genau. Ja. Habe ich jetzt geändert. So, okay. Da sind wir schon die ersten beiden Stalker von Pressure. Ja, aber kommen gleich nochmal welche raus. Ja, 2 gegen 2 Situation. Oh, das ist gefährlich. Ja. Der steht weit vorne. Oh, und der Tanuki ist am Start mit dem Hyper. Und da verliert er vielleicht den. Da verliert er den ersten Stalker. Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Aber auch Mofu. Mofu kann ihn retten. Hat 3 Stalker gegen 4 jetzt. Oh, verliert auch einen. 2 gegen 4. Der Tanuki kommt zur Hilfe. Ich guck mal kurz in der Basis. Was hat der Tanuki? Der baut eine Warder, hat einen Bunker, will auf Tanks vielleicht gehen. Währenddessen wird der Mofu weggejagt. Er muss seine Silence aufgeben. Der Tanuki kann halt noch nicht so richtig helfen. Hat jetzt die Marauder. Ja, da. Aber jetzt mit dem Marauder. 2 Marauder ist natürlich ein Traum, aber die verwecken einfach. Aber nur es reicht leider. Nicht, ja. Für das viele Stalker. Au, oh, da sind die Probes. Sehr schön, das ist sehr schön gedacht mit den Probes. Leider ein Ticken zu spät mit dem Marauder. Ja. Zusammen wäre nicer. Wäre besser gewesen, ne? Das Timing war jetzt nicht so gut. Aber noch ist nichts verloren. Der erste Tank ist gleich fertig. Halb durch. Ja, aber der Tank hilft nur einem von beiden. So, beide haben sie hier die Pylons gesetzt, wollen aggressiv bleiben. Ja. Und die Robo ist durch. 2 Gates haben sie jeweils. Ja, Robo ist durch, aber er hat noch keinen Immortal im Bau, beziehungsweise kann auch keinen bauen. So, Tech ist. Hat zu wenig Ressourcen. Snoozle hat gar keinen Tech, hat nur seine Gates. Sein Fogate. Und wir sind im Protector von. Mofu, damit heißt es, im Prinzip ist er safe, ihm sollte nichts mehr passieren können. Wird das mit den Adepten durchschaden und probieren ein bisschen die Worker zu harassen. Und dessen Mofu setzt und zieht auch schön die Worker weg, also er verliert nicht so viele Probes. Die Frage ist, ob er das vorne auch halten kann alles. Sieht aber an sich sehr gut aus, hat eine schöne Konkave.
Der Tyrann ist natürlich safe mit seinem Siege Tank und hat jetzt ein paar Marauder. Hinten die Adepten, ja, aber muss halt seine rausgeklärt. Oh, schönes Force-Feed nochmal von dem Ufo. War super, ja. Hat er schnell rausgekriegt. Und man Lasse gemacht. Auch, die Qualität ist mir viel zu hoch einfach. Sascha hat jetzt auch ein, eine Robo. Oh, schöne Konkave von den beiden. Und da gibt es immer noch keine Mofo hatte noch keine Zeit, ein Immortal zu bauen. Und man sieht sehr schön, wie ungünstig das ist hier für die beiden Protoss-Spieler, die Rampe hochzukommen. Das ist relativ gut zu verteidigen. Jetzt muss der Tanuki aber auch mal langsam zu Hilfe kommen. Er hat nichts. Ah, er hat einen Tank. Aber warum hat er nichts? Hat er so viele Ressourcen übrig oder. Ich verstehe es gerade. Der 1115 Minerals. Ja, man sieht die Production. Das ist natürlich auch immer die. Wenn du von einem Doppelforget angegriffen wirst, musst du halt vorsichtig mit deinen Einheiten sein. Er hat oft geholfen. Ja. Und hat immer weniger Einheiten dabei verloren. Jetzt geht er wieder mit so ein paar Einheiten raus. Wie er das Spiel jetzt gewinnen könnte, ist, er hat einen höheren Tech als die beiden Gegner. Er hat zwei Tanks, er hat ein paar Marauder. Wenn er Stim durchkriegt, Medivacs, könnte er Go machen und probieren, das Spiel durch einen höheren Tech halt zu gewinnen. Ja, aber ich befürchte, also alleine wird es schwierig, trotzdem schwierig. Ja, ja, er probiert also es, glaube ich, ein bisschen den Rückweg abzuschneiden von den beiden Protoss-Spielern. Was natürlich. Man muss halt... Genau, jetzt kommen die Adepten. Ah, oh, schön, schön geclosed. Sehr super gemacht. Schön, die beiden Krieg da. Ja. Jetzt muss er natürlich sehr, sehr aufpassen. Die beiden Protoss-Spieler ja, nehmen die einfach auseinander, wenn sie da. Oh, wurden ja zurückgecallt. Also, Pressure hat jetzt schon auch zweite Base fertig. Hat auch schon einen Tag, hat Robo und Immortals. Ja. Hat eine Forge, baut Upgrades. Ja. Also, ich würde jetzt mal sagen, Pressure ist auf jeden Fall nicht so weit hinten. Nee. Ja, das haben die ganz gut gemacht. Beziehungsweise war vielleicht die Verteidigung von Move ein bisschen zu sloppy. Also. Vielleicht einen oder anderen Protektor mehr ranwarpen, vielleicht die ein oder andere Schildbatterie adden. Mhm, aber ja, im Prinzip was overtime, die Rampe rauflaufen und. Oh, aber okay, keine Medivacs. GG. Da kommt aus dem CD, ja. Aber gutes erstes Spiel. Und war auch wirklich knapp. War wirklich ja, knapp. Ja. Hätte Move ein bisschen länger durchgehalten oder hätte auch überlebt. Das war ja auch nicht so weit entfernt. Genau, genau. Dann also mit dem zweit mit Tanks Go gemacht. Das wäre uns Stim, das stimmt, Bio Army von dem Tyrana ist halt auch erstmal schwer beizukommen als Doppeltoss. Ja. So, die nächste Map ist Flood City. So, ich mach die gleich mal auf. Ich muss mal echt schreiben lernen. Wie schreibt man denn auf Englisch? Sludge. S-L-U-D-G. S-L-U-D-G. Ne, ich finde ihn nicht. Warte mal. Standard. Achso. Hast du Client vielleicht auf Deutsch? Nein, nein, ich habe es einfach in der falschen. Da warst du falsche Kategorie. Genau. So, dann kommt wieder der Switch. Und dann sind wir mal auf Game Nummer 2 gespannt. Ich würde jetzt sagen, so was wir von dem ersten Spiel mitnehmen können, ist, dass jetzt höchstwahrscheinlich wieder ein früher Angriff von den beiden kommt. Wenn man aber auf die Eco von Snooze geachtet hat, hat man schon gemerkt, da ist nicht so viel dahinter wie bei Treasure. Also kann es gut sein, dass das kommende Spiel halt auch in eine ganz andere Richtung nimmt, wenn die Map. Ah, die Map ist ähnlich. Also ich würde schon sagen, es ist quasi identische Map. Sogar mit Goldbase wird das alles noch ein bisschen fixer. Ja, ich finde. Ah ja, jetzt haben wir das schöne neue Overlay. Oh, herrlich. Ja, okay. Also, dann stell dich wieder vor.
Warte mal. Ja, auf der linken Seite. Diesmal als Terraner gespawnt. In Blau, der Pressure. Ah, hat er random gespielt oder hat er fest Terraner ausgewählt? Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ich glaube, er hat mit Absicht Terraner gewählt. Und in der linken oberen Ecke in Rot als Protoss gespawnt. Führt 1-0. Nuzzle. Und auf der rechten Seite haben wir wieder als orangenen Terraner den Tanuki. Und als, was ist das? Purple Protoss? Mofu Jones. Und wir sehen schon den Cheese. Mehrere Gateways. Mehrere Barracks. Aber nicht zu Hause, sondern auf der anderen Seite der Map. Oh mein Hoppala. Gott. Und der Mofu Jones mit seiner Probe scoutet schon. Okay, da geht gleich die zweite Probe los und scoutet gleich die Barracks. 1, 2, 3 Gateways sehen wir hier auf jeden Fall. Der sieht so die Mofu hat die Doppel Barracks gescoutet, attackiert auch direkt. Oh, und das wäre ein Mars Reaper. Der erste ist auch schon im Bau. Der Mofu ist ein routinierter Protoss-Spieler, der sollte damit eigentlich klarkommen. Ja, aber er hat auf jeden Fall noch keinen Stalker, den er bauen kann. Und er braucht Stalker. Oder Adepten. Ja. Auf jeden Fall. Ah, hat ein bisschen spät. Oh Gott, er hat gerade eben seinen Dings auch erst gebaut, seinen Kybernetik. Ja, ich glaube, er hat das ein bisschen verpeilt gerade. Ja. Tanuki dagegen sieht auf jeden Fall safe aus. Ja, mit dem Bunker in der Mineral Line. Kann auf jeden Fall funktionieren. Und Mofu muss ich jetzt Zeit kaufen. Muss gucken, dass die Reaper nicht reinkommen. Ja. Ja, jetzt auf jeden Fall Cyborg hat er, Stalker kommen. Da kommen auch die drei Zelle dazu. Ja. Problem ist, er braucht was zum Reparieren. Oder, da sind zwei Stalker im Bau. Ja, aber die sind noch lange nicht fertig. Ja. Aber der Zealot hat schon mal gut Zeit gekauft, ein bisschen. Es werden natürlich sofort die Pylons attackiert. Und die Frage ist, kann Mofu das verhindern? Oh, da sind zwei Stalker draußen. Die werden aber gleich schön ins Sandwich genommen. Ja. Oh, er kann einen Stalker retten. Der wird jetzt aber auch rausgenommen. Zwei Schildbatterie, Pylons sind im Bau. Ja, und das sind zu viele. Das sind zu viele Zealots. Ja. Die Frage ist, was natürlich Reaper. Tanuki hat sich ziemlich defensiv aufgestellt, aber kann auch, denke ich mal, da jetzt nicht so wirklich was ausrichten. Er ist wieder alleine. Ja, und da sind auch die Reaper. Ja, und jetzt hat er kein Mining mehr. So gewinnt man die FFA Clan Liga, liebe Leute. Ja. Proxy! Einfach mal Terraner spielen und Proxy Reaper plus Proxy 3 Gate Mars Berserker. Ich finde, was Tanuki erhält es ja auf jeden Fall. Ich fände es gut, wenn er schneller irgendwie probiert, einen Tag zu holen, weil wenn zwei Leute Proxy spielen. Oh, er rennt einfach durch mit dem Berserker, interessiert ihn gar nicht. Wenn zwei Leute Proxy spielen und dein Ellie wird angegriffen und von dir getötet, hast du eine gute Chance, das noch zu gewinnen? Da ist das GG. Eine gute Chance, das zu gewinnen, indem du während dein Tech-Vorteil hast. Genau, Tech-Vorteil. Und das habe ich vermisst. Wären jetzt zum Beispiel 8 Marines mit Stim da gewesen, das hätte ganz anders aussehen können. Oder gut möglich, ja. Oder ein Tank oder eine Banshee oder sowas. Ja. In dem Spiel davor war der Tank da, damit wäre er jetzt auf jeden Fall, hätte er auch überlebt. Da wären die Zealots nicht die Rampe hochgekommen. Ja, aber gut, wir wissen ja immer ein bisschen mehr als die Leute, die selber spielen. Und wir haben auch diesen ganzen Stress halt nicht. Ne? Ja, genau. Also, schwieriges Decision-Making in so einer Situation immer. Also dann auf in Map Nummer 3. Grey Raven. Und wir hoffen mal, dass es nicht die letzte Map ist. Ja, wie Thilo schon prophezeit hat, wird das ein 3-Mapper vielleicht. Hoffen wir es natürlich nicht. Mofu und Tanuki müssen sich anstrengen.
Dann wollen wir noch ein Showman, sagt Tilo. Tune. Ja, von wem denn Tune? Ja, schlag mal was vor. Schlag mal was vor. Hier, Chris, wir machen Revival von unserem Clan-Liga-Finale von vor 2 Jahren oder so. Ja. Oder war das 3 Jahre? 3 Jahre ist gerade schon her. Boah, war das episch, ey. Ey, ich kann mich noch erinnern. Das war krass. Weiß noch. Ja, ich kann mich auch erinnern. Du wolltest von dir vermöbelt zu werden. Nee, du wolltest in dem einen Game mit deinen Hydras in meine Main und ich hatte Protektoren und hab das verteidigt und auf der und dann gab's aber noch einen anderen Fight. Ja. Und es war halt mega, weil du wolltest ja auch die Hydras nicht unnötig verlieren. Ich weiß noch, es war so spannend einfach, richtig gut. Ja, das war ja auch ein 5-Mapper, glaube ich, gell? Ja, ja. Und wir haben es, glaube ich, auch bis zur letzten Map gespielt. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube 3-1 hast du gewonnen, oder? War es, glaube ich. Aber es waren auf jeden Fall epische Games. Ja, mega spannend. Ich weiß auch noch, dass wir in einem Game haben wir ein absolutes Makro-Game gehabt und ja. Da ging es dann in Base Race und doch wieder nicht. Ja, da haben wir schon abgefahren. Ich war kurz auf. Ja. Ein 3 vs 3 schlägt doch vor der Tune. Ja. Oder FFA mit allen, ja. Müssen wir uns mal überlegen, wenn alle nachher bereit sind. So, also ich warte jetzt mal kurz drauf, dass der Ernst wiederkommt. Auf jeden Fall kann ich da mal ein bisschen was erklären. Zählen. Wir suchen nach wie vor noch nach einem Nachfolgeformat für unsere 2v2 FFA Clanliga. Wir wollen mit der nächsten Season auch wieder eine Clanliga starten, auch wieder schön mit Live-Übertragungen und Replaycasts und so weiter und so fort. Da sind jetzt gerade mehrere Ideen am Start. Ja. Unter anderem auch ein Format, das quasi ein Premier Challenger Format bedeutet, mit Auf- und Abstieg, dass man auch ein bisschen über die Seasons hinweg quasi betreiben kann. Ich sag so quasi. Modo. Hey, ja, welcome back. Und andere Ideen sind jetzt auch wieder mit Handicap und so weiter und so fort. Aber da reden wir vielleicht nach dem Spiel dann gleich weiter. So, jetzt ist Ernst wieder da. Ja, ich hab dir jetzt die ganze Zeit zugehört und so. Die Map-Vision gemacht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, ja. Aber dann stellen wir auf jeden Fall mal die Spieler nochmal vor hier. Alles klar. Links oben im Eck. Okay. Ja, genau. Links oben in Blau, der 2:0 führt mit seinem Teammate zusammen. Ist es als Protoss diesmal wieder gespawnt, der Tilo, aka Pressure. Und links oben sein Teammate Snoozel. Und auf der anderen Seite sehen wir diesmal zuerst in Purple den Protoss-Spieler Mofu Jones und direkt unter ihm, rechts unten in der Ecke, der First Blood machende Tanuki. Ja, und ich würde mal sagen, dass der Snoozel und der Treasure, die lehnen sich jetzt erstmal zurück. Mhm. Holen auch hier einen Tag. Das ist ja echt mal verrückt. Hilo mit seinem Stargate, doppelter Depth Pressure. Ja. Während Snoozel hier die Robo holt. Und man muss sagen, diesmal wird es natürlich interessant, weil man diesmal haben sich die beiden, also Snoozel, wir brauchen mal eine Abkürzung für die beiden. Pressure Snoozel haben sich jetzt fürs Late Game erstmal so ein bisschen entschieden und da ist natürlich Tanuki stärker als Snoozel. Und mal gucken. Ah, der Mofu lässt halt die beiden Adepten rein, das heißt, er wird auf jeden Fall ein paar Probes verlieren. Mal gucken, wie viel es werden müssen. Vielleicht könnten 5-6 werden. Ja, aber gut reagiert, schön rausgezogen. Ah, jetzt ist die Mining Time leider weg. Ja, aber. Aber lieber Mining Time wie Probes verlieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, die Echse von dem Tanuki ist auch fertig. Und der Pressure hat aber noch keinen. Noch keine. Ein Oracle erst im Bau.
Aber es kommen drei. Was, es kommen drei? Adepten rein. In die Mineral Line. Wow, da sind sie. Ja, ich habe da ein bisschen auf die aufs Makro geguckt. Mhm. So, okay. Haben sie nochmal. Ich bin ein paar Probes abgefrühstückt. Man darf halt nicht vergessen, dass der Mofu das auf One Way spielt. Jetzt mit Doppel Robo. Und ja, und das ohne Probes und ohne Gas. Ja. Natürlich extrem schwierig. Und da kommt auch jetzt das erste Auge. Ah, oh, diese Adepten sind schon wieder drin. Hei, hei, hei. Und da macht sich natürlich vielleicht doch ein bisschen bemerkbar, ob man schon öfter zusammen Two und Two gespielt hat oder nicht. Mhm. Dass zum Beispiel direkt die Marines. Wäre jetzt natürlich 1A, wenn er die Marines direkt auch als Abwehr bei dem Bruderspieler lassen würde. Einstellen würde, ja. So, und der sammelt hier, der Tilo ist schlau, will gleich mit zwei Orgels reingehen, bevor irgendwas safe ist. Und vor allen Dingen, um die Stickbatterie auch gleich effektiv auszukontern. Mhm. Er macht mit zwei auf jeden Fall mehr Schaden und dadurch kriegt er die Probes tot. Gut, das wurde gescannt und die Warnung kam auch, dass Orgels draußen sind. Also Mofu ist schon auf dem Rückweg. Die Frage ist, was kann er safen mit seinen zwei Stalkern? Ah, zieht die Probes nicht weiter weg. Ah, das ist schade. Dadurch verliert er jetzt natürlich wahrscheinlich alle. Ja, so gut wie alle. Das lässt sich Tilo dann natürlich auch nicht nehmen. Ja. Und da ist der Mofu. Schlägt dazu wie eine Schlange. Ökonomisch gesehen schon wieder ziemlich am Ende. Aber die beiden pushen jetzt auch raus und das ist eine hervorragende Idee. Allerdings hat das Snoozel den Vorteil, er hat im Prinzip als allererstes seine Echse gebaut und erst danach gemakrot, sodass er im Prinzip jetzt auch mehr Army Supply hat als Mofu, der keine Echse hat. Und ich denke... Ja, die können das gut verteidigen. Das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ja, und da geht der, gehen sie auch wieder zurück. Eins ist wichtiger. Beide Models down. Gucken wir mal in die Eco. GG so, von Mofu. Mofu sagt GG. Oh, Mofu hat das Spiel verlassen, was ich ein bisschen früh finde. Sehr einseitige Partie gewesen. Noch ist das Spiel ja nicht verloren. Noch hat er auch Eco. Ich wäre jetzt einfach noch drinnen geblieben, einfach auf Westnuse. Kann auch meine 200 Supply Army verlieren, ja, unter Umständen, wenn du dich clever anstellst. Und Mofu war auch schon öfter Master. Also ich glaube, spielerisch hätte er trotzdem noch eine Chance gehabt. Na gut. Potenzial gehabt, zurückzukommen, manch, ja. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber Tanuki ist so, der spielt weiter. Der Tanuki. Ich weiß gar nicht, der müsste doch eigentlich die Kontrolle über die Einheiten von Mofu jetzt erlangt haben. Ja. Ich kann die nämlich nicht einsehen. Ja, ich auch nicht mehr. Bei mir ist es auch ausgegraut. Ich gehe mal in die Sicht. Wenn man in der Sicht von Tanuki drin ist, sieht man auch, dass er da meint, das kommen wieder die Oracles rein. Fliegen aber gleich durch zum Tyranner. Der hat einen Turret gebaut. Und hat Vikings. Ja, das macht der Tanuki ganz stark. Auch so, nicht die ganze Armee gestimmt. Ah, doch, hat er. So, gucken wir uns mal an, was auf der anderen Seite passiert. Der Snuse baut ganz gemütlich weiter. Immortals hat jetzt insgesamt 2, 4, 6 Protektoren. Um Treasure, Adepten, also eine schöne große Protoss-Armee sind wir da. Tut es noch ein paar Kolosse adden. Thermalance schon im Bau. Und der Tanuki wird wieder ein bisschen greedy und will da rausgehen. Oh, schön, und der kriegt beide Oracles. Das ist natürlich ein Traum, aber auf Kosten der ganzen HP durch Stim. Ja, aber dann Medivacs sind jetzt gleich da. Ja. Aber zwei sind schon da. Ich sollte noch die ein oder anderen Medivacs bauen. Und man sieht die Eco von Mofu, na gut, der hat immer noch seine 7 von 16 Drohnen. Mann, Mofu, ey! Da wird man ja richtig emotional. Also wirklich. Okay, da kommt Scout Phoenix, der stirbt.
Tanuki versucht jetzt durch einen Drop. Ja, ist eine sehr gute Idee. Ja. Und er braucht eigentlich auch bald eine neue Basis. Also ich weiß nicht, ob er das... Also müsst ihr eigentlich wissen, er kriegt ja die Mineralien von Mofu. Das heißt, wenn der Probst baut weiter mit Chronoboost, was er dann auch fix kriegt, kriegt er dann natürlich auch das Gas und so weiter. Ja. Oh, und der Drop scheint... Schauen wir mal, was die Adepten mit dem Marine vielleicht anstellen. Na, die zuckern die natürlich. One-shotten die halt, schön. Ja. Bring ich da nichts mit heilen oder sowas von den Medivacs. Aber er kriegt zumindest die dritte Basis von Pressure. Ja, hoffen wir es mal. Also ich bin auf jeden Fall jetzt parteiisch und bin für Tanuki, den einsamen Kämpfer gegen Koloss und Adept. Gegen die Protoss übermacht. Ja. Und mutig, wie der Tanuki da alleine gegen zwei rausritt mit Siege-Tanks offensiv führt. Oh, ein episches Ende für dieses FFA-Clan-Turnier. GG. GG. Aber die dritte Base hat er gekriegt. Hat er gekriegt, nice. Ja, hat er gekriegt. Ja, gut. Schade, dass er da offensiv geworden ist. Ich glaube, das wäre nochmal spannend geworden. Er hatte eine Wall, er hatte drei Tanks, er hatte Marines, Medivacs, ein paar Vikings. Ich glaube, er hätte es trotzdem verloren alleine. Aber höhere Kosten. Er hätte nochmal ein bisschen ziehen können, ja. Und wer weiß, vielleicht wäre noch ein vierter Tank fertig geworden. Und mit Adepten und Stalkern gegen vier Tanks willst du als Protoss auch nicht kämpfen. Aber waren ja auch noch die ganzen Immortals dabei. GG! Ja! Winners-Interview. Dankeschön. Danke. Hat es euch denn Spaß gemacht? Ja. Klar, ja, oder? Endlich mal gewinnen. Ja. Gewinnen macht immer Spaß, oder? Ich hole mal den Rest auch noch. Taktiken sind aufgegangen, auch wenn wir ein bisschen andere geplant hatten. Habt ihr euch das so vorgestellt? Also so die, gerade auch das zweite Spiel, beide geproxied. User joined your channel. Naja, das war ziemlich nah am Idealfall, wie es dann gelaufen ist. Ich habe es mir aber schwieriger vorgestellt, weil ich denke schon, dass Tanuki eigentlich zumindest der erfahrenere Spieler, der... Na, Lenya kann halt irgendwie gut aggressiv sein, also der hat seine komischen Taktiken. Aber wirklich aktiver spielt ja Tanuki, von daher würde ich ihn schon als stärkeren Spieler einschätzen. Im Game haben wir einfach überhaupt nicht gewusst, dass du Terraner bist. Da hätte ich natürlich sofort gewusst, dass der Freerex Reaper kommt, weil mehr kannst du nicht. Augen auf! Beim Laden. Das hätte tatsächlich ein Freewind sein können. Warum? Stattdessen, naja, weil ich dann zwei Probes direkt an die Stelle schicke, weil sie genau, wo du die Reaper baust. Warum weißt du, dass ich genau an der Stelle die baue? Also zumindest war es, es wäre so gelaufen, weil ich es in dem Spiel auch intuitiv genau an der Stelle vermutet habe. Okay. Ja. Okay, dann kommt jetzt noch das Showmatch, was sich der Dings gewünscht hat, der Tune-Trigger. Ach, was hat er sich denn gewünscht? 3 gegen 3. Genau, ich besuche gerade eine Map raus. Ich mache jetzt einfach 3 gegen 3. Oder Chris, sehen? Mofo, Phoenix gegen Snoozel, mich und Tanuki. Das klingt nicht gerade sehr fair. Du willst nicht, oder? Mit mir spielen, ne? Also ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Ja, es ist so gewünscht. Ja. Aber das kann man dann nur aus der Ego casten. Ach so. Dann muss einfach jeder casten. Ja, würde ich auch sagen, ihr sagt einfach die ganze Zeit, was ihr macht, und bei mir sieht man es ja, und dann passt es schon. So, ich habe mal eine Map aufgemacht. Weißt du, streamst es einfach aus deiner Perspektive. Genau, also lasst mich einfach gewinnen, damit die Zuschauer natürlich auch auf ihren Spaß kommen, und dann ist alles gut. Du okay, kommentierst aber bitte in diesem Channel, wir bleiben alle im gleichen Channel. Ja, bleiben wir jetzt. Mir ist es egal, wie ihr wollt. Also Chris, Mofu, Phoenix. Der Dings fehlt noch. Ich finde die Teams aber an sich schon fair, muss ich sagen. Oder? Ja. Wollen wir alle Zufall spielen? Jo. Tune, sollen wir alle Zufall spielen? Ich kann tatsächlich gar nichts von den anderen Rassen, also das wäre, wenn ich was anderes als herangehe. Ja, tut mir leid, wir spielen nicht Tune, Zufall. Oberlehrer Tune hat bestimmt, dass wir jetzt alle random spielen. Warum sagt Tune, dass ich Tanuki und ihn zusammen fertig gemacht hätte?
Ist weil das ja stimmt. Nee, du hast Wann doch denn? Schon. Ja, ach, als, im Archon? Ja, als wir im Archon gespielt haben. Archon zählt ja nicht. Das ist ja 3 gegen 1. Wieso? Das ist geballte Terraner-Mastermind-Power, die du vernichtet hast. Also wir spielen alle random? Jo. Bis auf Tanuki und Susan? Okay. Kann man machen, aber dann ja, würde ich halt, wenn ich, Tanuki wenn ich und nicht... Susan nicht. Okay. Ah, okay. Ja, aber ich kann mechanisch halt nichts von den anderen Rassen. Ja, dann bleibt ja. Okay, kennt heute ihr alle die Map? Daumen. Ihr könnt oben links gibt es ein kleines Zahnrad neben dem Namen der Map und wenn ihr auf Karten geht, dann seht ihr die nochmal in groß. Die ist alt. Genau, dann seht ihr die nochmal in groß. Die ist so, ach, das sind zwei Plattformen. Wo ist das Zahnrad? Ganz oben links, ja, neben dem Namen, das Biolabor. Aha, okay, genau. Ja. Mhm. Die müsstet ihr noch kennen. Genau. Ja, die ist ganz alt. Also, also dann, go. Sind wir alle in einem Channel? Ja. Okay. Macht das Sinn? Also Absprache entweder in-game oder mit alle. Okay. Mit alle natürlich. Also ich mach Kenrush. Ich auch. Ich auch. Wenn wir ganz offensiv über unsere Taktiken jetzt einfach reden, dann denken die Gegner eh, dass es Trash-Talk ist. Ja, es sei denn, wir denken das. Ihr denkt, also, dass wir denken, dass es Trash-Talk ist. Ja, und das ist mein Mindgame. Also wir machen Worker Rush, Leute. Hä? Ich habe auch eine Sekunde. Ah, lol, er hat den falschen Modus. Okay, wollen wir direkt nochmal neu starten? Er hat halt... Was? Das ist jetzt nee, wir spielen so jetzt, oder? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben nur ein bisschen wenig Worker, oder? Ah, das ist Woll. Ja, das ist Woll. Umso besser. Woll ist auch cool. Okay, dann spielen wir das jetzt durch, ja? Was war da nochmal Imba? Das Wichtigste ist, dass man jetzt am Anfang... Wings of Liberty, oder was? Ja. Und am Anfang nicht vergessen, die Worker auf die passenden Mineralienfelder zu setzen, ne? Die sind ja unterschiedlich weit weg. Was baut man hier? Ach, ich hätte das Gate schon bauen müssen. Ich bin ja gar nicht Protoss, tut mir leid. Moment, das ist Protoss, okay, Abspruch, ganz irgendwas. Wichtig. Protoss muss scouten, ach, ja, nee. Das ist Regel Nummer 1 bei VOL. Warum? Ah, dann scout ich mal. Weil es für Protoss am billigsten ist zu scouten. Tirana braucht die Worker mehr, bei Zerg sind Worker ja quasi ein Gebäude. Ah, der braucht doch keine Worker, der hat doch Mules. Spielt sich irgendwie. Achtung, viel gleich kommt Sixpool. Ja, scheiße. Zum Glück haben wir auch einen Sarg. Haben wir? Ah, stimmt. Wir haben noch zwei Sargs. Ja, siehst du? Ja, alle drei Sargs. Dann können wir 12 Pool spielen quasi. Sollten wir vielleicht auch machen. Ja. Also, Kennenrasch ist langweilig. Das ist doch jetzt schon wieder einer von denen tot. Macht doch gar keinen Spaß. Ah, der Mofu ist dran. Mofu ist Toss. Hat Glück gehabt. Der Frau schlägt mich ab. Er lenkt ab? Meine Frau schlägt mich ab, sag ich. Oh, der hat mich eingesperrt. Nicht unbedingt was Negatives, oder? Phoenix hat mich, glaube ich, eingesperrt. Wenn machen Recall. Geht doch nicht. Scheiße. Ja, okay. Den dritten kann ich nicht mehr scouten. Ist egal, das ist Chris. Was soll der schon machen? Eben. Er wird eh abgeschleckt gerade. Nee. Keine Ahnung, wie die Bildorder angehen. Auch nicht, einfach Freestyle. Expand before Pylon. Wofür? Du hast doch eine Einheit bei mir stehen. Ach nee, die wissen ja schon, dass du Toss bist, okay. Ich bin gerade aus dem Game geflogen. Was? Ja, nur irgendwie. Leck doch gerade, ja. Boah, ja, krass. Ja, bin wieder drin. Kann weitergehen, sorry. Okay. Yes. Also, 3, 2, 1, go! Ja. Ich brauche Oracles. Ach so. Viel Glück. Also. Als Zerg, wie willst du es machen? Er waren aber bei Wings of Liberty nicht 24 Worker, Max?
Nee. Nein. Unsere Vespin-Gasreserven sind unzureichend. Immer gibt's bei Wings of Liberty keinen Slow Warp in Pylon. Wie mir das Genick bricht. Nein, Hilfe! Unsere Verbündeten am Ich versuche zu helfen, aber. Eine Falle! Trap. It's a trap! Erweiterung fertiggestellt. Macht denn unser Freund Tanuki? Zuschauen, wie wir sterben. Ja. Super, Tanuki. Kohle gibt's später. Fokus. Tanuki, ich glaube, wir brauchen dich. Ja, ich komme. Ich bin sofort frei. Jetzt geht's los hier. Was steckt ihr denn? So? Jo. Oh, ich hab keinen Boost. Ich geh einfach irgendwo rein, blau. Ja, rechts, genau. rechts, ja. Mhm, okay. Der Feind greift unsere Verbündeten an. Oh, von hinten? Die von hinten. Alles nur wegen Tanuki. Hm? Was geht bei uns hinten auch ab? Mhm. Oh oh. Dieses Steffen? Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja. Wir verfügen nicht. Der Feind greift unsere Verbündeten an. Hilfe. Am Tilo tot? Ja, nein, ich lebe noch. Also ich habe es auf jeden Fall verteidigt. Und jemand Ressourcen für mich, Tanuki, da hast du bestimmt Overmans. Felix, geh mal mit, ja, wie kann ich dir Ressourcen geben? Ja, alles klar. Ja. Mach mal eine Anfrage, was du brauchst. Wollen wir mal kurz die Teams... Ja, kann ich dir nochmal anfragen? Was? Warum ist Pause? Wollen wir vielleicht doch mal jetzt kurz die Channel wechseln? Jetzt! Nein, jetzt nicht mehr. Okay, alles klar, ich mach weiter. 3, 2, 1. Ist nie vorbei.
selbst. Also ich bin auch tot, glaube ich. Ah, Tanuki kommt, um zu retten. Wir brauchen mehr Versorgung. Mehr Mineral. Der Feind greift unsere Verbündeten an. Wildstein-Tank. Geht nicht, ist nicht erforscht. Was ist das denn? Wusstest du nicht, dass man das erforschen muss? Ich, Wings of Liberty ist so lange her, ne? Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, jetzt bin Tanuki, ich damit tot. Wie kann ich Ressourcen geben? Du brauchst keine mehr zu geben. Obwohl, höchstens den Pressure. Aber... Ja, der hat ja auch gefragt. Gib mir noch mehr. Ich hab dir jetzt alles gegeben erstmal. Nein! Wir haben entdeckt, dass wir den Handel haben. So viel Obermints. Ja, klar. Ja, gut, ich habe ihm eben nochmal 600 gegeben. Also. Juhu, doch noch ein Sieg heute. Sehr schön. Das war nichts umsonst. Ja. Von Anfang an von Tune so ausgehandelt. War nie fair. Wings of Liberty, ey. Dein Zeit. Ja, lieber Cardboard Mod hier. Hat man nicht gesagt, wir wollen Cardboard Mod spielen? Ja, das kann man jetzt gleich auch nochmal. Was machen? Cardboard Mod spielen. Was ist das? Ja, ich bin dabei, aber da komme ich auch immer gar nicht drauf klar. Das sieht alles so komisch aus. Ist ja nicht schlimm. Das sieht ziemlich cool aus. Starcrafts. Erzähl nur. Machen wir dann Free for All ging da nicht, ne? Da müssen wir auch Teams machen. Lädt mich mal auf, um was es geht. Der 2D Carbon Mod. Tötet mich. Nee, findet dich. Findet mich, müsste das heißen. Ja, wo war jetzt noch was? Ein Pylon bei Snoodle in der Basis, den wir stehen ablassen. Halbe AP hatte der. So. Hätte ich auch Zerg oder Proto spielen können, wäre genauso effektiv. Also in Wings war schon jede Junge ziemlich wertvoll, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich so inflationär mal schon 10 Stalker wegschmeißen, deswegen mache ich da schon manchmal. Allein zum Scouten gehen. Gegen den Terror, der Siege Tanks hat. Einfach mal. Muss man halt. Wo war denn jetzt nochmal der Carbot? In... Könnt ihr mir ein Lied geben oder Ernst, hast du den? Warte mal, ich geb dir den mal. Ich geb dir mal ein Lied einfach. Warum sind wir jetzt nur noch zu viert in der Party? Ich bin schon die ganze Zeit nicht in der Party, aber ich schaue immer hinterher, wenn ihr irgendwo. Ach so, und ich bin auch nicht noch? Drin. Ja, bin auch nicht in der Party. Okay. So gejoint. Ihr habt's auch gar nicht verdient. Ist schon okay. Wir wollen gar nicht zu euch. Nee, wir haben unsere eigene Party. Ja. Die steigt schon lange. So, jetzt machen wir mal faire Teams, Tune. Schlag mal Teams vor. Ja, das ist halt auch die schlechte Zusammenarbeit. Tanuki war's. Ja, ey, ich war vollkommen überfordert, ey. Ich war froh, dass ich 16 Marines für 2 Drops fertig gekriegt habe. Ich lese gerade den Chat und sehe gerade, was Robert schreibt. Was schreibt Robert? Was und schreibt er denn? Ich bin nicht hier. Wo, auf dem wo schlägt sie, hat er gefragt. Was? Also. Weil Chris ja gesagt hat, dass seine Frau ihn gerade abschlägt. Also, okay. Also, man hat das richtig verstanden. Am Hals hat sie rumgeschleckt. Okay. Wo am Hals?
Da haben wir das auch geklärt. Wie war das bei Merlin Black? Hals, Eierwärme. So, wer ist nicht drin? Bei mir lädt es gerade noch runter. Ich downloade. Ja, ja. Ja, genau. Mofo, du hattest das heute schon. Ja, Tune, du musst jetzt noch downloaden. Wir haben doch das erst vor ein paar Tagen gespielt. Ja, da war ich wahrscheinlich in einer anderen Location. Also Jörg, Teams ansagen. Gleiche Teams, oder? Was, nee. Was ist das denn? Das ist einfach, ist wie normales StarCraft, nur alles sieht aus wie Cardboard. Kennst du Cardboard? Okay, ja, ja. Aber welches ist es? Legacy of the Void? Ja, das ist ja, das ganz mit den neu, aktuellen ja. Patch, mit den aktuellen Einheiten. Oh, nice, okay. Ich habe das einmal nur gespielt. Ist ja abgefahren, ne? Sieht halt nur lustig aus. Ja, ich wir können ja auch, wir können ja Teams wählen. Das ist doch gut. Gute Idee. Wen? Aber wie machen wir das fair? Uns wählt ja jeder mich. Na, du fängst an zu wählen. Teams nochmal. Dann wählen einfach die besten zwei und der weniger gute von denen darf. Also ich möchte ja gerne einfach runter und dann passt es schon. Du möchtest runter? Und Mofu soll hoch? Na und dann können wir noch Mofu tauschen mit Snoozel oder Maverick und dann ist vielleicht perfekt. Dann haben wir wieder die gleichen Teams wie gerade. Ja, war schon gut ausgedacht von Mofu. Also ich meine, die Sache ist, ich glaube, es wäre unfair, wenn du mit mir oder mit Mofu zusammenspielst. Das heißt, du musst auf jeden dann Fall... Dann spiele ich halt mit Chris zusammen. Ja genau, das würde auch gehen. Und also, die beiden. Also Chris, genau. Mit Chris mit gegen Doktor tauschen und dann genau. Auf Mofu warten. Genau. 99 habe ich schon. Irgendwie ist der Server auch ziemlich schlecht von dem, habe ich das Gefühl. Er muss ja halt alles runterladen, ne? Ich muss mal kurz meine Grafikqualität auch immer. Ja, aber das waren jetzt 500 Megabyte. Das ist für mich normalerweise. Weiß nicht, ob die Grafikqualität beim Cardboard Mod. Ach so. So. Eine Texturqualität oder was? Wie wir denn für eine Map? Ist das zufällig oder? Ich kann Random Map, ich kann aber auch eine aussuchen. Was wollt also ihr die, denn? Die, also nicht die Wüste, Grasland. Mach halt Random Map. Was? Random ist doch gut. So ein bisschen, ja. Ah, okay. Also, was haben wir jetzt gesagt? Chris gegen Phoenix tauschen. Chris genau. Gegen Phoenix tauschen. Aber jetzt okay. Sind wir schwächer geworden. Wieder alle random? Ach ne. Okay. Außer Tanukle und Snoozel, die dürfen. Ja. Und was kannst du jetzt noch einstellen? Grasland? Die Map. Wüste? Ja, die Map. Es gibt vier verschiedene Maps. Ich kann entweder eine zufällige Map oder halt eine Map auswählen. Tune! Welche Map willst du? Also, Tune. Wüste, Grasland, Lava oder Schnee? Zufall. Zufall. Was soll also momentan fühlt sich sehr nach auf. Wüste oder Lava an, zumindest von der Temperatur. Ja, ja passt auf ja. Wüste ein. Jo, so ist es. Oder wir machen jetzt Wasser. Gibt's was? Okay, also ich habe Wüste ausgewählt. Nee, Wasser ist nicht gut, muss ich aufs Klo. Ich mache jetzt einfach. Wir fragen Tune und hören einfach nicht darauf. Ja, er hat ja nicht geantwortet. What? Und hallo. Jetzt geht's los, ja. Jetzt ja ein bisschen crazy. Jetzt geht's rund. Man darf sich jetzt halt nur auf die BO konzentrieren und nicht auf diese Einheiten. Das ist unmöglich. Ne? Void, ja? Ja. Haben wir eigentlich schon mal irgendwann erwähnt, dass dass Thilo und Snoozel die Clanliga gewonnen haben? Nein. Yeah. Ihr habt gewonnen, Glückwunsch! Was ist denn das für eine Map auch? Ach. Wo ist denn hier die Rampe? Ach da. Und verdient gewonnen, möchte ich sagen. Und wieso gibt es nur so wenig Echsen? Das hab ich ja keine Rampe. Kann das nicht immer so aussehen? Nein. Spiel das Spiel zu Ende und dann sag mir das nochmal. Ich würde sagen, in der Bronzeliga sollte das sogar so aussehen. Und dann ab Gold wird dann so langsam richtige Einheiten eingeführt. Alles noch schön flauschig und genau. Hübsch. Genau, und das noch. Alles schön langsam und gemütlich, low APM und so. Das Schlimme ist an der ganzen Geschichte, ich spiele jetzt eine Rasse, die ich eigentlich gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, wie die Symbole aussehen und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du es nicht mehr erkennen. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, aber anhand von dem
von was man drücken muss für die erste, für die Worker, habe ich rausgefunden. Vor ein paar Tagen habe ich das gegen Tanuki und Mofu gespielt, 2 gegen 2, und ich hatte einen leichten Computergegner mit mir. Der war zusammen. Elite. Der war mega der Elite. War der war immer noch Elite. Der war leicht. Ja, so elitär. Leicht elitär. Wieso liegt da eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das finden wir beim Clan-Treffen raus. Apropos, wer es nicht gelesen hat, Trikots sind in Produktion. Sehr gut. Nice. Und garantierter Versandtermin ist der 6.9. Läuft. Wir verfügen nicht über genügend Mineralien. Das ist ja verrückt. Kenrush sieht echt lustig aus. Bei diesem, also das, oh mein. Der Map sieht Kenrush echt lustig. Kenrush? Wo expandiere ich denn hier bitte? Klauen mir alle die Echse. Was sind das denn da für komische? Hier kann nicht gebaut werden. Sehr geil. Ich finde das sehr verwirrend gerade. Wir sind Zelle. Ich höre auf einmal Musik an. Erforscht du was? Das sind gar keine Zelle. Das sind Adepten tot. Eben. Das sind nur 2 Adepten. Warum solltest du tot sein? Weil Adepten mega OP sind? Hä? Ich kann nicht liften. Warum kann ich nicht liften? Hallo? Ah. Das ist wirklich so eine Augenkrebs. Action hier. Oh, bei Tanuki spielt Musik. Ich dachte, das ist Ingame. Das ist es doch. Das ist Techlab. Wenn du was im Techlab erforscht, dann. Ey, das ist wirklich witzig aus. Da rennt so ein Mogin in einem Rad hin und her. Adepten wieder da. Walker, bitte meine Base wieder gehen. Sind hier keine Adepten. Das ist ein Gerücht. Hier sind sie. Achtung, Snoozle, bei dir in der Base. Der Feind drückt gegen die Basis eines Verbündeten vor. Der Gegner nimmt unsere WWFs ins Visier. Unsere Verbündeten vermelden Feindkontakt. Wir verfügen nicht über Beistand Mineralien. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Eure WBFs sind in Gefahr. Was wichtig? Jawohl! Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Kommt noch was? Wir brauchen mehr Versorgungspunkte. Wir haben unsere Forschung. Mehr Mineralien. Tanuki spielt wieder 16 Marine Drop, als ob er nichts anderes kann. Ja, das stimmt doch gar nicht. Das war ich. Die Basis unseres Verbündeten benötigt Beistand. Das war Chris? Ja. Und ich spiele gegen Tanuki. Ich bin in deinem Team. Deswegen verlieren wir. Tino ist schon psychisch, ja, ein natürlich. Bisschen geschädigt. Chris Drop kommt rüber, den kann man sehen. Wo denn? Du hast ihm deinen Drop gespottet. Na, jetzt kommt er nicht rüber, weil er. Das ist Phoenix. Ah. Ja, ich. Nee, es ist. Bin ich nicht. Chris ist es. Bin komplett verwirrt. Bin ich mal einigen. Wer gar nichts. Das ist ja diese Map halt, die macht es. Die ist halt. Ich finde, die sollten mal WCS Global Finals auf der Map spielen.
Aber nur Slash ja, the Game. Tatsächlich im BlizzCon haben die mal ein Showmatch gemacht auf der Map. Finde ich gut. 1 gegen 1, aber das war recht verwirrend. Das glaube ich. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Der Feind drückt gegen die Basis. Bei mir kommt irgendwas Ekliges. Bei mir kommen nur eklige Origins. Doch, Hilfe, ich bin tot. Die Basis unseres Verbündeten benötigt Beistand. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Unsere Verbündeten verwenden Feindkontakt. Retten wir ein paar Leben? Unterwegs. Der Feind greift unsere Verbündeten an. Das Eklige ist tot. Ihr verfügt nicht über genügend Mineralien. Dafür wird mehr Energie benötigt. Wir verfügen nicht über genügend Mineralien. Unsere Verbündeten haben echten Feindkontakt. Wir haben ein Mineralienfeld restlos ausgebeutet. Durchgeladen und entsichert. Oh, danke. Der Feind greift unsere Verbündeten an. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Retten wir ein paar Leben. Wir brauchen mehr. Unsere Streitkräfte haben einen Abwehr abgeschlossen. Laut und wo nimmt man denn hier eine dritte Basis? Das geht gar nicht. Hast du die erobern? Er muss die vom Gegner nehmen. Wow, das war keine gute Idee! Lauf! Eine sehr gute Idee. Ach du, vorher Bescheid. Jetzt bleib wenigstens da. Tanuki tötet mich schon wieder, Hilfe. Ja, wir haben selber Probleme. Ich bin da. Feindkontakt. Der Gegner nimmt unsere WBFs ins Visier. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ich bin jetzt offiziell tot. Was? Du bist tot? Jo. Warte. Nicht rausgehen, kannst du deine Gebäude kurz liften, dass wir schneller an die Tanks rankommen? Ich bräuchte Hilfe hier. Oh Gott, das brauchen wir. Wie soll ich denn euch beiden gleichzeitig helfen? Gar nicht, wir geben einfach auf. Ich fand das irgendwie ziemlich nervig auf diesem Modus. Sieht zwar cool aus, aber... Nee, es hat mich jetzt... mega verwirrt, dass ich da dran war, irgendwie gar nichts gecheckt. Mich hat einfach diese ganze Map total verwirrt, ich bin da gar nicht klar. Ja, also das Protoss ging das irgendwie letztes Mal, aber... Ich finde die Map eigentlich ganz okay, das war ja noch 5 Minuten, dann war es so tot. Ja, das stimmt. Besten war die Musik. Allein schon wegen diesem Techlip-Gedönse schaue ich immer zurück, was Chris da macht. Was macht Chris? Ja, ich schau immer zu deinem Techlab, weil der immer gute Musik spielt. Ah, okay. Jetzt hab ich Stim. Jawoll. Nein, ich hab jetzt gar keine Musik mehr. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte als erstes ein Techlab. Hat der Grüne nicht schon GG geschrieben? Ich hab schon GG geschrieben und bin raus. Alle haben schon GG geschrieben. Ich hatte auch. Ich nicht, bin einfach so raus. Die sieht wieder normal aus. Der BM-Mofu. Sehr schön. So, reicht das jetzt für heute an Showmatchen? 1-1 steht's jetzt. Ich dachte, wir machen jetzt Entscheidungsgame. Ja, noch was das Skill braucht, Desert Strike. Oh ja, da war ich dabei. Da gibt's doch so ein neues, oder?
Ja, dann der Direct Strike. Der Direct Strike ist Desert Strike. Es ist, ist ja, aber. Direct Strike kenne ich nicht. Es ist genau das gleiche. Ja. Nur du kannst dir lustige grafische Aufwertungen für 4,99 kaufen. Cool. Das, was du schon immer wolltest, aber noch nicht wusstest, dass du es wolltest. Ja, genau. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich mach mal. Ich spiel mit Flo. Genau, der kennt sich aus. Hier aber wirklich braucht man getrennte Räume. Obwohl, ja, ich kann es auch im Chat schreiben, alles reicht auch. Snoozel, hatten wir bei dem Turnier zusammengespielt? Bei dem letzten? Bei was? Bei was? Desert Strike Turnier. Desert Strike Turnier gab es doch nur 1 gegen 1. Oh, nee, Ernst nee, ist auch nee, gut. Nee. Also Ernst und Flo dürfen nicht ins gleiche Team. 3 gegen 3. Ich kann mich noch an das Mimimi von Markus erinnern. Okay, als er verloren hat. Nee, kann ja gar nicht gewinnen. Ja, witzig. Also der Trick ist, dass man erst alle Gas nimmt und dann eine Hightech-Welt baut. Sowas wie Träger, Kreuzer oder Ultralisten. Also wir können einfach die Teams wie eben machen zum Beispiel. Was waren die Teams denn eben? Du, ich und Chris gegen Rest. Nee. Achso, nee, das Flo und Flo dürfen wir nicht zusammenlassen. Was spricht denn gegen das Team jetzt gerade? Nix, können wir auch machen. Das ist immer easy. Und wie geht das überhaupt? Und, aber bei Desert Strike musst du auf jeden Fall, da ist Random Pflicht für alle. Ja, würde ich auch sagen. Ich kann also 3 gegen 3 oder 3 gegen 3 Commanders. Nee, 3 gegen 3. 3 gegen 3. Du musst einfach nur hinten baust du einfach nur Units und die nee, spawnen du baust dann Gebäude, regelmäßig. Oder? Nein, ach, du nee, baust Units. Nee. Also ja, es sind Units und ich mach die spawnen einfach, ja. Boah, ach, und man spielt einfach mit den Units. Du steuerst auch gar nichts. Das Einzige, was du steuern kannst, sind Spezialfähigkeiten, aber die machen die auch automatisch. Also, was ich. Das gibt ein Gift und sowas. Und also, du baust einfach nur Units. Hinten kannst du Gas bauen, dann kriegst du mehr Income. Wirft dich aber natürlich kurz zurück und du kannst Sachen erforschen. Einfach die normalen Updates und halt Tier 2, Tier 3 kannst du auch getrennt erforschen. Das dauert 45 Sekunden, alle anderen Forschungen sind sehr schnell und alle 90 Sekunden spawnst du, alle 30 Sekunden einer von deinem Team. Du hast hinten eine Kanone als erste Verteidigung, die sehr stark ist und dann hast du noch eine Planetary Fortress, die noch, auch sehr, die noch stärker ist. Genau. Und wenn du mit deinem Team über der Mitte bist, kriegst du Bonus-Income. Also immer versuchen, der Gegner nicht in der Hälfte zu sein. Du kannst es aber echt nur beeinflussen, indem du hinten Units baust und natürlich auch, wie du die aufreißt, weil die immer genauso als Block rauskommen. Ausmarschieren, wie die kommen. Genau. Ja. Und aber dann werden sie automatisch gesteuert. Und wer hat das bei mir gespielt? Also du musst gucken, gegen was für eine Welle du antrittst und dann ist es wie beim 1 gegen 1, dass du den Counter überlegst. Genau. Weißt du, kommen dann irgendwie Marslinge, baust du halt Hellbats, dann baut dein Gegner gegen die Hellbats was, dann baust du dagegen wieder was, so und so schaukelt sich das halt irgendwie hoch. Und dann kommen die Tees und du bist tot. Ja, also die Tees und also die Detection gibt's halt auch, ne? Also musst du auch bauen. Und also man kann entweder scannen, oder? Das kannst ist schon scannen, aber 1? Auch erst mit T2. Echt? Ja. Okay. Also, was ist denn die Tees? Ist das auch T2, oder? Ja, genau. Ja. Also es gibt welche, die techen einfach ganz schnell auf Tier 2 durch. Was kann ich jetzt tun? Was kannst du? Units bauen? Wo bist Protoss. Du kannst zum Beispiel. Guck mal, du baust jetzt als allererstes baust du 3 Protektoren. Ja, nein, hör zu, ich hab voll die Ahnung. Pass auf, du baust jetzt Protektoren. Und zwar 3 Stück. Und zwar genau zwischen den beiden leuchtenden Punkten. Guck mal, da wo ich hinpinge. Da baust du in einer Reihe zwischen den beiden Punkten baust du 3 Protektoren hin. Aber warum sollten die gut sein? Siehst du gleich. Und danach? Wo finde ich den Protektoren? Du drückst Q. Sentries. Du drückst Q. Ah, Sentries. Und dann baust du genau 3 Stück baust du. Die haben nämlich eine richtig gute Fähigkeit. Ernst Tanuki hat es auf Englisch. Also wenn du Protektor sagst, dann weiß er gar nicht, was die Sache ist. Und dann? Und dann baust du, musst du. Und jetzt benutzt du einfach die Protektoren ein bisschen, um zu gucken, was dein Gegner macht. Guck mal, in der Mitte siehst du, jetzt machen die nämlich diese. Die Archons, du kaufst ein bisschen Zeit und jetzt brauchst du einfach ein paar Sevets hinterher. Und diese. Also meine Protektoren machen ja gar nichts.
Nein, du profitierst im Laufe des Spiels. Wie im richtigen Leben. Kann ich die denn losschicken? Gehen automatisch. Die spawnen halt, das ist dieser Spawn-Intervall, von dem Snoozel erzählt hast. Die Einheiten, die du gebaut hast, die spawnen alle. Oben rechts hast du eine Uhr. Ach so, und da, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Guck, und das spawnen die und laufen einfach auf den gegnerischen Nexus zu und probieren ihn zu töten. Und wir gewinnen halt, wenn wir das schaffen. Ja, das jetzt, DT, sehr schön. Kommt mal auf Tier 2. Wir verlieren jetzt. Kommt man auf Tier 2? Indem man Tier 2 erforscht. Aber. Hier. Nee, macht es noch nicht, Tanuki. Ist zu früh mit Protoss. Bau Einheiten. Weil du musst. Desert Schweig lebt so ein bisschen von Masse-Einheiten. Wenn du so 5, 6, 1, 2, 3 Immortals hast, bringt dir das halt gar nichts, weil der Gegner die einfach überrennt. Ja, okay. Also bau viele Zealots, bau ein paar Stalker dahinter so. Erforscht Blink, erforscht Berserker, also Ansturm und hol dir 1-1 dafür. Also so musst du denken bei dem Game. Dieses Tacken ist halt richtig schwierig, da musst du halt viel Ahnung haben, weil du musst ja halt genau abschätzen, wie viele Einheiten du halt bauen kannst. Oder brauchst, und das ist auch immer davon abhängig, was der Gegner halt für Einheiten gebaut hat. Also am Anfang einfach aufhauen. Ja, das Schöne ist, dass ich so viele Zealots habe, dass jetzt euer Bunker... Fuck. So, siehst du, so wie Snoozel, der hat Mars Berserker gebaut und da hinten dann erforscht ihr. Charge und das war's. Ja. Und du brauchst mehr Zealots. Ich hab irgendwie nicht genug Mineralien. Ja, das ist halt, Protoss ist halt teuer. Und das ist halt das, was Snoozel meinte. Guck mal, du kannst deine Einheiten auch anders aufstellen. Wenn du eine Einheit nochmal anklickst und dann T drückst, kannst du die umsetzen. Und wenn du gegen einen Zerg spielst, willst du dann natürlich, dass deine Zealots, deine gesamte Armee möglichst geklumpt steht. Ja, damit du wenig Angriffsfläche hast. Wenn der Gegner anfängt, aber Dings rein zu mixen, also Banelinge, dann baust du deine ganze Armee einen Ticken weiter nach hinten und schickst so 4-5 Berserker, setzt du in die Front, damit die dann halt die Banelinger abfangen und nicht die ganzen Banelinge in deine geklumpte Armee dann reinlaufen. Ja, aber das lernst du. Okay. Eine neue Königin ist geschlüpft. Ihr verfügt nicht über den Mineral. Nein! Oh, wieder nicht geschafft. Oh, fuck. 13. Wo finde ich denn hier die... Und was du jetzt überlegen kannst, ist zu tacken und auf Archons zu gehen. Die sind halt richtig gut gegen die Bane. Wir verfügen nicht über genügend Mineralien. Ja, Archons muss man ja theoretisch machen, indem man Tier 2 Templer macht. Ja, nee, du kannst dann einen Rechtsklick auf. Du kannst einen Rechtsklick auf den Templer machen und dann kriegst du einen Archon direkt. Achso, okay. Dann stellst du es um. Es laggt? Ja, bei mir auch. Oh. Ja, ich hab irgendwelche blöden Discord. Mach mal kurz Pause, bitte. Ich hab irgendwelche Discord-Benachrichtigungen und die angeklickt, weil die mir den Weg versperrt haben. Einmal aus dem Discord rausgehen. Ich weiß nicht, warum der. Fertig? Nee,
Mein Discord nicht. Geht's denn? Sind wir in vorne? Gibt's da nicht auch irgendwie so Spezial-Upgrades in dem der Version von dem? Ach mal. Spezial-Upgrades? Ich dachte, man kann irgendwie einzelne Units upgraden. Nee, das ist, was anderes. Oh, das ist was anderes, ja. Die sind vorne, ne? Hm? Oh, sorry. Wir sind jetzt gerade über die Mitte. Darf weitergehen. Wir haben. Wir sind jetzt seit wieder fünf, da. Fast 6 Minuten hinten. Ja, aber jetzt. Ja, noch ist nichts passiert. Oh, da ist schon mal der erste Strom. Ihr verfügt nicht über genügend Mineralien. Charge? Auf, wir holen uns jetzt. Die Cannon. Ich hab Cannon. Oh, ich hab Charge. Easy. Haha. Jetzt haben wir 200 Münzen gekriegt. Ah, oh, nice. Und eine weitere Königin bevölkert diesen verfluchten Schwarmstock. Eine neue Königin ist geschlüpft. Wir verfügen nicht über genügend Mineralien. Ach so, also wir kommen immer abwechselnd. Genau, immer der Reihe nach. Also zuerst spawnt Thilo, dann spawnst du und danach spawn ich. Und bei den Gegnern ist es genauso. Das heißt, du kriegst auch immer eigentlich die Einheiten von, ich weiß nicht, wer von den Gegnern in der Mitte ist. Du kriegst eigentlich mehr, aber immer es kann ja wechseln, je nachdem. Genau, da wollte ich noch drauf. Je nachdem, wo du halt, ob du in der Mitte bist oder nicht. Und auch wie der Kampfverlauf bist. Weißt du, wenn du immer zum Beispiel bei den Kampf nimmst, auf deiner Seite, hast du einen anderen Gegner, als wenn du ihn auf der Gegnerseite nimmst. Weißt du, dass ich erst einen Mule bekommen habe? Kann ich den benutzen? Ein Mule? Da steht nee, grad... ist dein Worker einfach, der. Oder? Ja, Mule stand da gerade. Ist das eine Trophäe? Nee, das ist eine einfach. Vielleicht. Guck mal. Bist du denn jetzt mit deinem Ding bei mir? Das ist ja ein klassischer What She Said. Dann ist deine Drohne bei mir. Ja, alles gut. Und auch sein Mineralieneinkommen erhöhen? Nee, ne? Ja doch, du musst ja, da hast du ja schon. Du musst Gas bauen. Ja, Gas muss ich bauen, aber Mineralien kann ich nicht erhöhen, ne? Na, wie? Erhöht mit dem Gas erhöhst du deine Mineralien. Es gibt quasi nur als Einkommen das Mineralien. Boah, der Nexus geht ab, ey. Boah, die Welle zerguckt mich übel mit den Emos, ey. Ja, oh, geht. Es sind so viele! Ja, aber wir haben jetzt ein paar. Wir haben jetzt ein paar Medivacs. Ist das GG oder was?
Oh, alle meine Sellets in die Bähnlinge rein. Die Hydras am Leben gehalten werden durch die Medivacs sogar. Ja. Wir verfügen nicht über genügend Mineralien. Oh, ich muss den Stream ausmachen, das fängt mega an zu laggen. Man kann ja gar nicht mitschauen. Oder wer auch noch 11 Zuschauer haben. Oh krass, man kann richtig weit raus scrollen. Ja, okay, dann lag's auch nicht mehr so doll, glaube ich. Nee, auf jeden Fall, weil. Das sind wir schon Tier 3, oder? Oder ist das eine Halluzination? Also, ich forsche auch gerade auf Tier 3. Boah, jetzt kommt was angerollt auf euch, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Uiuiui. Jetzt bin ich echt gespannt. Die Void Racing, geil. Groß verkaufen zwischendrin alles, übrigens. Und Mass Fruitlots dann, oder was? Oh, die Bootlords sind da. Ich hab irgendwie kein Anti-Air. Oh, ein Traum wird wahr. Keine Anti-Air, die ist jetzt weg. Nee, doch, irgendwas schießt du noch. Ja, ich hab einen Phoenix. Der reicht ja. Oh, nice, aber sie haben überlegt die Runde richtig gut. Ah, schöner Song. Sammeln sie jetzt immer mehr Bloodlots an? Nee, die haben das geändert. Die sterben erst wirklich pro Runde, glaube ich. Also, der hat auch so einen Lebensbalken. Der hat einen Lebensbalken, aber ich glaube, der lebt ein bisschen länger als. Bisschen länger, ja. Ich glaube, du kannst dich vorne irgendwie ganz kurz treffen. Aber früher haben die sich ja einfach gestackt, ne? Das war ja. Ja, ja. Da gab es ja noch diese Mars-Raven-Taktik von Tyrana und irgendwann hatten die so viele Raven. Wie geil der Carrier dann auch überlebt. Das ist auch wirklich Carrier Boss. Das ist ein Sieg! Ah, noch nie. Oh, komm schon. Ach, mein zweiter Carrier ist noch gar nicht dabei. Nee, der neue Spieler hat eine Leiche auf Carrier getaggt. Da könnt ihr jetzt übler gegen Push rauskommen. Zerg ist so OP, ey. Was los? Zwei Wellen. Ich werde mir schon mal Zähne putzen. Das dauert ja hier noch ein bisschen. Ich muss jetzt immer so fast eine Minute warten, ehe ich mal was bauen kann.
Ah, so langsam wird's ja. Dann schlagen wir ein bisschen zurück. Ihr verfügt nicht über genügend Mineralien. Gleich wieder. Jetzt wird zurückgeschissen. FPS. Oje, oje, oje. Hab ja ein Problem. Da sind wir genug Kolosse da. Kolosse sind richtige. Ah, jetzt sind meine gerade expired, die alten. Ach, schade. Ach, sind das alles deine aktuellen? Das jetzt ja. Okay, läuft bei dir. Jetzt würde ich auch mal irgendwann hier reingehen. Endlich ist die scheiß Cannon mal down. Ja, das könnte jetzt ein Box Wu vielleicht sogar werden? Nee, die Brudis stehen über der Planetary. Ja, das ist jetzt halt eine blöde Stelle zum Kämpfen, aber das ist perfekt für unser uns, Nachschub oder? kommt. Hat da gerade jemand recalled? Meine Junge ist dabei mit recalled. Achso, nee, die hauen ja dann ab. Oh, jetzt Storms. So lange Storm gegen mich ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Wir bleiben im Storm stehen. Stecken die sich wieder ganz gut. Sehr, sehr schön so. Halt echt witzig, wenn man so, es geht halt in dem Fight runter auf 2-3 FPS für ungefähr 5 Sekunden und dann läuft es locker flüssig mit 15 weiter, weil alles tot ist. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Ja, das könnte gut sein. Hey, du hast gar keine Ahnung jetzt nur. Hä? Stimmt. Nee, irgendwie Kolosse war gerade drin. Ja, das GG. Nice. Ist es das? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Zerg ist das schnell raus. Ja. Ah, sehr schön. Hat schon Angst zu verlieren. Ja, schade. GG. Na ja, gut, jetzt haben wir gerade mein Mutterschiff gekommen. Ja. Ja, ich denke mal fürs erste Game Protoss vor allem, egal in welchem Universum. Ja, so schön es ist, ich glaube, es reicht, oder? Ja, denke ich auch. Genug Content produziert. Können wir noch die nächste Clanliga ankündigen, oder? Ja, haben wir da jetzt schon ein festes System? Relativ. Haben wir uns jetzt geeinigt? Noch nicht hundertprozentig, aber. Müssen uns ja gar nicht einigen. Eben ist ja keine Demokratie hier. Genau. Ja, dann mach mal. Ja, es gibt wieder eine 1-on-1-Clanliga, oder? Die ja. Wird relativ bald starten, unabhängig von der Alpha. Es wird eine Art King of the Hill. Genau. Haben wir uns schon jetzt auf Best of 3, Best of 1 geeinigt? Best of 3, denke ich. Hängt von der Spieleranzahl, oder? Nee, also. Wenn wir keine Gruppen machen, dann halt Best of 3. Denke ich, Best of 1 ist zu langweilig. Na, wenn es King of the Hill, so wie Total Biscuit oder wie der heißt? Naja, King of the Hill, aber sozusagen MMR-basiert. Also es fängt mit den unteren Spielern an.
Und der Gewinner spielt dann mehr oder weniger immer gegen den nächstbesten in der darauffolgenden Woche. Und so geht es hoch. Ah, du willst es über Wochen machen. Okay, ich dachte, ja, man macht es an einem Abend mal. So es ist Event. So viele Leute, weiß ich nicht, ob wir so viele Leute an einem Abend, so brauchen wir halt immer nur zwei Spieler. Und parallel, glaube ich, entweder machen wir sogar zwei King of the Hill-Stränge, sodass immer pro Woche zwei Spiele gespielt werden. Und wahrscheinlich machen wir auch sowas wie ein Lower Bracket. Das heißt, man kann einmal verlieren und es geht dann trotzdem weiter. Und wenn man zweimal verliert, ist man raus. Ja. Aber die genauen Konditionen müssen wir uns nochmal überlegen. Und hängt auch davon ab, wie viel letztlich dann mitspielen möchten. Ja, vielleicht mal grob können wir ja schon mal so Anmeldungen sammeln mit dem Grobkonzept. Dann noch schauen, je nachdem, wie wir mitspielen. Also, schaut ins Forum. Bald wird es sowas geben. Meldet euch an. Juti, und dann ist es eigentlich jetzt hier auch beendet, oder? Ja. Schön. Also, mir hat Spaß gemacht. Euch ja bestimmt auch. Ja. Mir auch. Danke fürs Organisieren, Thilo. Ja, top, Thilo. Jo. Gerne. War ein schönes Format. Gerne wieder. Tschüss, gute Nacht. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Ciao.